Mahlzeit Freeman. Ich habe gehört, du bist ein richtig freer Man. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Was machst du hier? Ich kümmere mich um die geflohenen Sklaven hier. Es werden immer mehr. Bald weiß ich gar nicht mehr, wohin mit ihnen. Ah, nervig. Lass uns über das Gold für die entlaufenden Sklaven reden. Wir sind alles arme Schweine hier oben. Ich kann dir nur 100 Goldmünzen pro Mann geben. Verstehe. Was sind das für Flüchtlinge? Aus Silden fliehen in letzter Zeit immer mehr Sklaven in die Wälder hier oben. Sie sind verzweifelt und wissen nicht wohin. Ich versuche ihnen, soweit es in unserer Macht steht, zu helfen und unterzubringen. Das finde ich ganz nett. So, die nehme ich mal mit. Fuck. Bolzen kann ich gerade nichts mit anfangen. Ah, warum hat er keine Pfeile? Egal. Ich werde demnächst mal alle Jägerhändler, die es so gibt, abklappern. So, es interessiert mich, wenn ich hier klaue, ob dann... Nö, jucken gar nicht. Das gilt einfach jetzt als... Jetzt brauche ich mir erstmal was zur Entspannung. Ja, geil. So ein witziger Satz, ey. Jetzt rauche ich mir. Diese ist so geil, dass diese Grammatik einfach in dem Spiel verwendet wird. Witzig. So. Das kannte ich vorher gar nicht. Bevor ich nach Köln gezogen bin, kannte ich diese Ausdrucksweise gar nicht. So, ich habe in Köln, habe ich dann zwei Frauen sich unterhalten gehört. Die eine so... So viel Uhr esse ich Abend, danach schaue ich mir die Nachrichten. Ich schaue mir die Nachrichten. Ich muss mir so einen Arsch ablachen. Habe ich vorher noch nie gehört. So, zack. Im Ruhrpott redet man, glaube ich, noch mehr so, oder? Ich weiß nicht, oder woanders. Ich weiß nicht, jedenfalls in Süddeutschland nicht. Geh jetzt besser. Ich will keinen Ärger haben. Mit mir doch nicht. So, zack. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Stör mich nicht. Ja, halt nicht. So, hier die Legende. Grübelnd über seinen Apfel gelehnt. Sich nicht mit dem Pack abgebend. Der weise Anführer, der alleine sein will. Der weise Anführer, der stets überlegt, was der nächste Schachzug sein wird. Anok, die Rebellenlegende. Anok alias Robin Hood. Bist du hier der Anführer? Ja, natürlich. Wonach sieht's denn sonst aus, Jungchen? Es sieht nach Anführer aus, das stimmt. Das habe ich gerade richtig analysiert. Ihr habt eine Menge Krempel hier oben. Das ist alles Frachtgut der Orks aus Silden. Wir haben bisher jede Lieferung für Nordmar aufgehalten. Und so stapelt sich hier alles. Ja, und was macht er mit dem Kram gar nichts? Was bringt euch das dann? Okay, Weg abgeschnitten und so, aber wie wär's, wenn er das mal... Der ist echt so ein bisschen wie Robin Hood. Aber wie wär's, wenn er das mal ein bisschen an die anderen Rebellenlager verteilt? Schon mal darüber nachgedacht, Silden zu erobern? Nachgedacht? Wir haben schon oft die Vorposten der Orks angegriffen. Doch wir schaden den Orks mehr, wenn wir hier die Orks abfangen, die nach Silden wollen. Will, kannst du bitte nochmal Orks sagen? Ich habe nicht ganz verstanden, worum es geht. Wie ist die Situation am Pass? Mir ist zu Ohren gekommen, dass wieder einige Orks versuchen, aus Nordmar... Einige was? Meine Späher haben eine Gruppe Orks oben am Pass gesichtet. Eine Gruppe... Mir wäre wohler, wenn sie ihr Ziel nie erreichen. Sie? Wer ist sie? Sag doch nicht etwa, dass du die Orks meinst. Der Kriegsherr Umbrak in Silden will deinen Tod. Legendärer Satz. Ich weiß, das ist kein großes Geheimnis. Ich wundere mich nur, dass er noch niemanden geschickt hat, um mich zu töten. Ich bin... Dieser jemand. Silden braucht deine Hilfe. Aber ich weiß. Verdammt, ich weiß. Was soll ich machen? Ich komme hier jetzt nicht weg. Geh zu meinem Bruder Inok und richte ihm aus, dass er sich ab jetzt um die nötigen Dinge kümmern muss. Cool, das würde ihn nicht erfreuen, aber so wird's nun mal sein. Würdest du mich im Kampf... Oh, von dem kann man die ganzen geilen Kampfskills lernen. Hat er vielleicht Pfeile? Oh ja, 100 Stück an der Zahl. Ah, das ist endlich dieser, ich glaube, das ist dieser besondere Helm, den ich immer wollte. Besondere Hörnerhelm, stimmt's? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist er. Das Original. Glaube ich. So, Bastardschwert. Die Axt, die braucht auch kein Schwein. Bolzen. Klingenbolzen. Verdammt scharfe Bolzen übrigens. Okay, sehr gut. 10.000 habe ich schon mal. Dann nehme ich den auch noch mit. Was das? Zack, zack. Einfach nur, um es mal getragen zu haben. Oh, nee, das ist nochmal ein anderer, aber der sieht noch cooler aus, weil der noch abgewetzter ist. Und der hat ein Kettenhemd-Element unten dran. Und klar, der Helm des ersten Panda. Geil. Schutz vor Klingen, 15.
Der sieht viel episch aus. 15, Schutz vor Geschossener. Auch 15, Schutz vor Zerschmettern. 10, so wie... Ne, vor Zerschmettern hat der das Paladin sogar gar nichts. Der Paladin hat zwar noch Magieschutz und so, aber scheiß drauf. Der hier passt ja mal, weil der so abgefragt von der Textur aussieht, wie Crawler-Rüstung, mega gut zur Crawler-Rüstung dazu. Und Alter, das ist das perfekte Set. Dieser Helm und die Rüstung, geil. Jetzt kann ich dem Typen in Geldern endlich den Helm des ersten Paladins geben. Anok, es war mir eine Ehre, mit dir gehandelt zu haben. Geiler Scheiß. Jetzt sieht mein Outfit wirklich episch aus, finde ich. Ich finde, jetzt sieht es nochmal viel cooler aus. Quaderrüstung in Kombination mit diesem abgeschabten Helm. Ja, das ist es einfach. Mm. So, hier gibt es noch eine Ruine. Ich weiß nicht, ob das die mit den 1000 Goblins ist, die ich schon mal ausgeräuchert habe. Wir werden es gleich rausfinden. Alter, macht irgendwie keinen Sinn, dass da die Türme rausragen. Muss ja die Ruine von flüssiger Lava überflossen worden sein, dass das dann so aussieht. Okay, waren Wachtürme für Wachposten, macht Sinn, alles klar. Alles klar, ich hab verstanden. So, ich wollte gerade sagen, hier waren die zwei Typen für Okara, aber wenn ich mir reinziehe, dass es eine Truhe gibt, an der ich mich noch nicht vergriffen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob es sich wirklich um diese Ruine handelt. Exzellent. Geil. Mein Outfit gefällt mir immer noch besser. Ja. Ich bin sehr stolz darauf, so bestückt durch die Welt zu wandeln. Hör das. Oh, da sehe ich schon eine Drachenwurzel. Erkenne ich direkt. Hallo. Oh, Schratz. Und zwar 2 an der Zahl. Da ziehe ich erstmal den Schild wieder an. Und drücke F5. Grün wie ihr seid, habt ihr doch bestimmt nichts gegen... Aua, eine kleine Dosis Gift. Bum, bum, und zack. Ja, die Sonne von Mexiko. Das war die wildeste Rothaut der Navajo. Heut noch brennt mein Herz lichterloh. Denke ich an Navajo. Damals zog ich durch den wilden Westen. Gold zu finden war mein großes Ziel. Bla 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 la 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 la. Den Indianern in die roten Hände fiel. Der Navajo, der kennt kein Scherz. Er wollte nur mein goldenes Herz. Ja, ja, ja. Ja, die Sonne von Mexiko. Wo sei da, da sei da. Das war die wildeste Rothaut der Navajo. Und schwupps. Na gut. Heut noch brennt mein Hotzlichterloh. So wie dieser Schrat hier. Denke ich an Navajo. Jo, ho, ho. Mal gucken, ob... Ja, das Feuer erledigt seinen Job. So, jetzt bist du auch noch dran gleich. Ja, Schratz sind fies, weil die mit ihren Morgensternen oder was die da haben, ordentlich reinhauen. So, Herrscherkraut, Harnischkraut mache ich natürlich. Halt, ich will erstmal das. Und ich will auch nicht den Orkschlechter, sondern dieses coole Assassinenschwert. Das ist viel schöner. Die können nämlich mit ihrem Schlag eine Schildblockade durchbrechen. Geil, dass ich jetzt wenigstens doppelt so viel Geschicklichkeit habe. Schau mal, das ist nämlich ein Ausdauer-Jagdtalent oder unermüdlicher Läufer hier. Außer so, der Held kann doppelt so lange sprinten. Das habe ich neulich gelernt. Ich glaube sogar in dieser, in der vorherigen Folge. Ich will auf jeden Fall, dass das Gift den Rest erledigt. Und so geschieht es auch. Stachelkeule ist das nämlich. Morgenstern hat, glaube ich, nochmal so eine extra Kette dazwischen und so. Ach, was weiß denn ich? Oh, cool. Dieser Helm, ich komme überhaupt nicht drauf klar. Ja, wie auch immer. Ich schaue mich nochmal in diesem Rebellencamp ganz genau um. Oh, warte mal. Bin ich dort, wo ich glaube zu sein? Und wenn die dann... Bin ich bei Okara? Ja, da ist Okara.
Aber wenn ich da dann nicht nochmal mit irgendjemandem reden kann, irgendwas für mich zu tun hat, dann war es das da für mich. Okay, ich weiß, wo ich bin. So, ich glaube, jetzt organisiere ich erstmal den letzten Mann, der mir noch fehlt für Okara. Er hat mir geschrieben, wo der sich rumtreiben soll. Jemand hat sogar eine Karte verlinkt. Vielen Dank dafür. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mir die noch nicht reingezogen habe. Aber dass du es überhaupt gemacht hast, ist schon sehr ehrenhaft von dir. Sollte ich jetzt hier nicht fündig werden, dann werde ich mir die Karte auf jeden Fall noch reinziehen. Gerade in der Millisekunde, wo ich dann genau die Stelle, wo sein Schädel ist, treffe. In dieser Millisekunde dreht er sich ganz tiefenentspannt, genüsslich nach rechts weg. Alter. So, das hat die Welt noch nicht gesehen. Ja, boah, Alter, die hauen aber zurzeit ganz schön rein. Ja, Jagd bin ich jetzt, also jetzt die Frage. Süß, wie er da entlang trottet. Da will ich gleich umklatschen. Kleiner Spatz, hallo. Ja, fein. So. Oh ja, ist in Ordnung. Ratsch, ratsch. Ratsch, ratsch, Schlitz, klatsch. Immer diese Wölfe hier. Man denkt immer jeden Moment, fällt das Rudel über einen her. Ach, du hast ja noch mal einer. Hä, was macht so? Das gehört gerade. Was war das? War das ein Scavenger? Kann ich kaum glauben. Okay, wie auch immer. Einmal speichern. Glaubt nicht, da hätte ich nicht dran gedacht. Und dann muss ich eigentlich nur an dieser Höhle mit den Trollen vorbei. So habt ihr mir geschrieben. Und dann müsste dort direkt schon wieder irgendeine andere Höhle sein. Und da sollte ich eigentlich fündig werden. Ob ich das werde, seht ihr gleich. Ich sehe es auch gleich. Wir sind zusammen. Ich weiß nicht mehr als ihr. Ihr wisst sogar teilweise mehr als ich. Weil ihr wisst, wo der Typ ist. Ich nicht. Manche von euch zumindest. Manche nicht. So, bis auf die Ripper sind hier auch unterwegs. Bei mir gehen langsam echt die Pfeile zur Neige. Jeder könnte der Letzte sein. Ne, ich habe normale Pfeile jetzt wieder. Dank Anok. Ja, Alter. Ganz entspannt, mein Freund. Ich liebe es, wie es knarzt, wenn die Bogensehne angespannt wird. So, der kriegt noch einen, der kriegt noch einen und dann ist auch mal wieder gut hier. Irgendwann muss man einfach einen Schlussstrich ziehen und aufbrechen zu neuen Ufern. Zack, über den Ast. Aber bitte ohne Hast. Ganz entspannt schreibt man ja zu Werke. Das waren scheinbar noch nicht alle von diesen bösartigen Rippern, aber wenn die hier schon sind, dann macht es natürlich Sinn, dass hier auch dieser Typ ist, der in der Höhle, vor der sich Ripper rumtreiben, sein soll. Ja? Langsam verdichten sich einfach die Hinweise, beziehungsweise die ganzen einzelnen Puzzleteile, die ich über seinen Standort erfahren habe, die fügen sich langsam zusammen. Es beginnt alles Sinn zu machen. Ich bin gespannt, wenn ich in Okara dann mal die 75 Ruf beisammen habe, ob dann irgendwie mein Status als Dieb nochmal revidiert wird oder ob mein Ruf dort auf alle Zeiten dahin ist. So. Schau mal, wenn ich ein Mann für Okara wäre, ich würde mich ganz genau hier verstecken. Bei Innos habe ich mich erschrocken. Verdammt, wie bist du hier reingekommen? Durch einen Eingang. Für einen Krieger bist du ganz schön schreckhaft. Hast du schon mal vor die Höhle geschaut? Diese bösartigen Ripper haben da oben alles in Beschlag. Ich weiß nicht, wie du an diesen widerlichen Viechern vorbeikommen konntest. Feuerpfeile. Die bösartigen Ripper sind Geschichte. Was denn? Sind sie tot? So sieht's aus. Tja, da muss ich dir wohl danken dafür, was? Hier hast du meinen Dank. 100 Goldmünzen. Ja, dankeschön. Die Rebellen in Okara suchen Männer. Danke für deinen Dank. Was interessiert mich das? Ja, ab dahin, ey. Ich will, dass du nach Okara gehst. Da bin ich mal gespannt, wie du mich dazu überreden wirst. Das ist ganz einfach, Alter. Nimm die Waffe weg. Nein, du gehst nach Okara. Du gehst nach Okara. Ich hab gesagt, Waffe weg. Oh, Alter, ganz ehrlich, Mann. Haha. 300 Ne, hier. Geh nach Okara. Hier sind 300 Goldmünzen. Ich bin ein Gönner. Wenn du mich so nett bittest, danke.
Wir sehen uns in Okara. Abgesehen davon trägst du eine scheiß Rebellen, von wegen. Erstmal Fleisch über die Isomatte halten, aber es bestimmt gar. Du trägst eine Milizrüstung, hast eine verdammte Verpflichtung gegenüber dem König und diesem Land. Es ist deine Pflicht. Oh, Alter, es ist deine Pflicht, an der Seite der Rebellen zu kämpfen, ne? Muss dir bewusst sein. Einfaches Skelett. Ja, das ist ja einfach. Aber nicht mit Pfeil und Bogen. Diese Hütte hier. Vielleicht sind das sogar die ehemaligen Bewohner dieser Hütte. Ja, ja. Ja, ja, ja. Und so weiter. Ihr wisst ja, wie das Lied geht. Okay. Geil, Mann. Hier bei denen kann ich mir auch alles Mögliche erlauben, weil die relativ wenig Schaden machen. Ich sollte mich zwar aus diesem Umstand nicht zu sehr ausruhen, wie ich das gerade Gefahr laufe zu tun, aber alles in allem ist ja trotzdem wahr, ja. Komm, kipp noch einen hinterher. Dann halt nicht. Doch, schon. Und dann vielleicht eine Keule rein. Und noch einmal schwingen machen, wenn ich bitten darf. Ja. Hey. Hey, Mann. Kann ich eigentlich ein Skelett vergiften? Hey, ich habe eine Frage gestellt. Sieht so deine Antwort aus? Ich glaube, ein Skelett kann ich auch nicht vergiften, ne? Ein Zombie geht ja nicht. Ein Skelett geht auch nicht. Ja, wie auch? Wie denn auch? Boah, es ist ganz schön fies, was hier gerade passiert. Ganz schön ungerecht, aber egal. Niemand hat behauptet, das Leben sei fair. So, gut. Und dann hier noch eine Keule hinterher. Okay. Der Tanz geht weiter. Das ist echt das Gemeine an Skeletten, dass man die nicht mit diesem Stich betäuben kann und nicht vergiften. Und dass man auch mit dem Bogen nicht gegen die ankommt. Da fliegt der Schädel. Dass man auch mit dem Bogen nicht gegen die ankommt. Da hilft gegen Skelette, hilft einfach nur ehrlicher, aufrichtiger Nahkampf ohne Tricks. Ja? Das ist man quasi diesen Skeletten, die immer früher mal Menschen waren, schuldig. Diesen letzten ehrenhaften Kampf, den sie zur Lebzeit niemals fanden und deswegen im Tod stets suchen. Und ihre Erlösung erfahren sie, indem sie in solch einem Kampf sterben. Und wenn sie gewinnen, dann lastet der Fluch weiterhin auf ihnen und sie wurden noch nicht erlöst. Aber der hier wurde jetzt erlöst. Lalala. So, zur Belohnung steht hier eine Truhe rum. Hier sieht es so aus, als wäre mega der Höhleneingang, aber leider ist dort keiner. Und schon wieder Schlösser öffnen. Man glaubt es ja wirklich kaum. Ich hätte nicht mal überhaupt Schlösser öffnen lernen müssen, so wie das hier abgeht. Okay, schon, aber doch, weil die Zauber, für die ich die Truhen, wo ich diese Zauber drin finde, die muss hier erstmal knacken. Oh, ich wollte mich gerade wegteleportieren, aber dann sah ich, dass dort hinten noch so ein Sonnending wächst. Sonnenkraut, genau. Nicht Sonnenaloe, wie in Gothic 2. So, hier sind es noch drei Wölfchen. Die mache ich auch noch kurz weg. Dann renne ich nochmal zurück zu Anoks Lager. Oh, geil. Und dann oh, das sind noch mehr von den Viechern. Oh, der war gut. Und dann, dann teleportiere ich mich nach Okara und sahne endlich mal die Belohnung dafür ab, dass ich denen eine Menge Männer beschert habe. Und da kriege ich direkt ein paar von den Feuerpfeilen, die ich soeben verballert habe, zurück. Sehr schön. Jetzt muss ich aber erstmal, wenn wir schon beim Thema verballert sind, den Weg zurück zu Anoks Lager finden. So, hier ist noch eine Waldbeere. Besser als gar keine Beere.
Goblin-Bäre wäre natürlich noch ein Ticken epischer gewesen, aber wie gesagt, besser als keine Bäre. Alter, was ist hier passiert? Warum liegen hier so viele Skelette verstreut um diese schwere Truhe herum? Sind das all jene, die dem Fluch der Truhe verfallen sind? Habe ich ja Schwein gehabt, dass ich sie einfach so mir nichts wie nichts öffnen konnte. Oder aber die haben sich gestritten um den Schatz, der sich darinnen befindet. Und der Streit uferte dann so aus, dass sie sich gegenseitig in die Gurgel gegangen sind. Und der Schatz schlummerte dann bis zu seiner Auffindung durch meine Person in der Truhe. So, das ist das Schöne in Gothic 3, du siehst einen Berg und du kannst ihn auch einfach mal überwinden. Dauert mal ein bisschen, aber du kannst ihn überwinden. Und das bedeutet mir sehr, sehr viel, weil es sich unglaublich befriedigend anfühlt. So, dort unten müsste jetzt eigentlich direkt das Lager. Wisst ihr, woran das ein bisschen erinnert? Der Fokusplatz mit Diego in Gothic 1 und dann hier aus Richtung des Banditenlagers, des Räuberlagers dort kommend. Oder? Ist so ein bisschen so. Hier oben könnten dann die Trolle und so weiter. So, dort hinten sehe ich schon die ersten Rebellen rumstehen. Der hier ein fett gepanzerter Russe. Was willst du? Ist ja auch schon mein guter Freund Anok. Schau mal, niemand anders du hast doch sicher noch was. Störe mich nicht. Hat auch diesen coolen Wir reden Helm. Geh jetzt, komm später wieder. Ich will keinen Ärger haben. Mit mir doch nicht. So, zack. Erstmal was essen. Ich denk darüber hier steht ein Topf rum. Alter Zerbeuter, aber gut, um über dem Feuer zu kochen. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Das ist richtig. Ich weiß nicht, wie du das erraten kannst, aber es ist wahr. So, zum Beispiel habe ich Folgendes zu erledigen, nach Okara zu gehen. Und den Leuten dort die frohe Kunde zu überbringen. Die frohe Kunde von der Auffindung aller Männer, die Okara braucht, um weiter zu bestehen. Ich will keinen Ärger haben. Nee, mit mir doch nicht. So, Manik. Wegen eurer. Ich habe einen neuen Mann für euch. Oh, mein neuer Helm. Ich kenne diesen Angsthasen. Na gut. Weil den jeder kennt. Da draußen gibt es niemanden mehr, der nach nichts, Okara das ist ein wird. Mensch, kein Gegenstand. Dann werden wir mit dem auskommen, was wir an Männern da haben. Wird schon irgendwie gehen. Danke für deine Hilfe. Wird schon irgendwie klappen, wird schon irgendwie gehen. Ja, egal, ich werde immer noch Sieb gesucht. Sieht ihr, wie orange das ist? Seht ihr? Erzähl mir mehr über die Waffenschmiede. Hier werden die meisten Waffen hergestellt, die wir Rebellen im Kampf gegen die Orks benötigen. Unsere Eisenerzmine liefert dafür die nötigen Rohstoffe. Es sind zwar nicht die magischen Erzminen von Nordmar, jedoch genug, um das oder von Corinus auf uns zu lenken. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist natürlich richtig praktisch, wenn du dein Lager und eine Schmiede direkt an der Quelle fürs Erz dran hast. Brauchst du irgendwas? Ich brauche noch etwas Eisenerz. Etwa 5 Stück. Kannst du mir die besorgen? Logo. Hier hast du 5 Eisenerz. Danke. Jetzt hast du auch genug. Oh, 100 Ruf. Freund. Nimm dieses als Dank von mir. 2000 Münzen, ja, sehr schön, das ist gut. So, hat er Pfeile? Zeig mir deine Pfeile. So, das ist hier wahrscheinlich wie die Quarter-Rüstung, aber die habe ich ja schon. Das sieht cool aus, das Schwert. Ja, da Klingenbolzen und sowas, aber das war's dann auch. Die nehme ich mal mit. Schwupps. So, jetzt tut sich mir folgende Frage auf. Das hat mich gerade noch gesehen. Oh ja, Mann! Mein Crawler-Kollege hier. Sieht so cool aus. Du hast bestimmt Pfeile. Feuerpfeile nehme ich auch mit. Besser als nix. Normale Pfeile hat er leider keine. So, wisst ihr, wo ich als nächstes hingehe? Richtig. Nach Geldern. Das mache ich in Geldern. Den Helm des ersten Paladins übergeben. Und dann geht's erst zurück nach Silden. Inok sagen, was Sache ist. Und dann so Stück für Stück hier. Geldern hat einfach eine Milchflasche als Symbol. Das Heiligtum orkischer Schamanen im Mirtanischen Reich hat als Symbol für seine Stadt eine Milchflasche. Also hat er kleine Babys hier oder was? Hä? Egal, man soll ja immer zu seinen kindlichen Wurzeln zurückkehren. Das finde ich so unglaublich schön, wie dieses Dach hier die Erde überlappt. Ich liebe es, auch alte Bauernhäuser im echten Leben, wenn die sich so die Landschaft einschmügen und das Schmiegen, das richtig gemütlich drin liegt. Oh, es ist so schön. Es ist so schön. Das macht mich richtig glücklich. Und dann hier noch gebunkert, alte Sachen so am Dach.
Ach, das sind so schöne. Sowas gibt es, sowas wird heute gar nicht mehr errichtet, aber kennt ihr diese jahrhundertealten Bauernhäuser, wo dann uralte Wagenräder und alte Dinge sich stapeln unterm Dach? Das ist ein Traum. Könnte ich heulen. So, vor Freude. Wo ist denn jetzt dieser Schlumpf, der den Helm will? Da. Hier, ich verkaufe dir den Helm des ersten Paladins. Wahnsinn. Ich gebe dir 2000 Goldmünzen dafür. Ja, hier. Zeig mir. Beziehungsweise danke. Wasser hat er. Wasser nehme ich mit. Ich habe nur noch 14 Fackeln. Das ist kein tragbarer Zustand. Dann machen wir doch lieber mal 15 draus. Okay, ein bisschen Asche hier noch abgesahnt. Pfeile hat er Laras nicht. Renwick. Kenne ich schon. Nichts Neues. Ich will ihn dazu bringen, dass er sein Buch liest. Weil dann kann ich an seinen Alchemietisch. Hey, liest dein Buch, ist viel spannender. Tränke brauen, langweilig. Gut, dann halt nicht. Dann bist du halt der Meinung, dass es nicht lange ist, mir scheißegal. So, jetzt geht's ab nach Silden. Und dann werde ich Inork erstmal sagen, was dort Sache ist. Aber Anok ist halt auch so ein cooler, charismatischer Anführer. Jeder saß vorne auf so einem Hocker. Stuhl kann man nicht sagen. Das hat mich schon, Eindruck geschindet. Oder können wir hier irgendwas kochen, was Leckeres vielleicht? Wie laut der Wasserfall hier direkt rauscht, Mann. Diese, das ist mir zu laut, diese paar Prozent. Krass. Machen wir mal auf 7. Ja, ist immer noch laut, okay. Ah, gut. So, Inork. Folgender Sachverhalt. Dein Bruder Anok kann dir nicht helfen. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles alleine schaffen soll. Naja, trotzdem danke für deine Hilfe. Anok ist so ein Macher. Inok ist ein etwas, ja, unsicherer, zärtlich beseiteter. Ich kenne Umbraks Geheimnis. Und? Was ist es? Ein mächtiges magisches Artefakt? Im Krieg war Umbrak ein besonders brutaler Feldherr. Alle meiden seinen Zorn, um nicht so wie seine Kriegsopfer zu enden. Ah, darum folgen sie ihm immer noch. Umbrak muss sterben, sonst werden wir niemals frei sein. Was ist mit dir? Traust du dir zu, Umbrak zu töten? Er ist ein Ork, kein Halbgott. Gut, dann werden wir dir folgen, Fremder, wenn du das Zeichen gibst. Alles klar. Und nächste Quest, direkt befreie Silden von Orks. Also, der Punkt ist, die sind jetzt hier wahrscheinlich nicht mehr grün, sondern orange. Aber so ist es nun halt. Was willst du? Schau mal, da passt die Bezeichnung mürrischer Krieger. Der schicke Schädelsammlung über dem Eingang hängen. Der Schamane, aber den habe ich ja schon beseitigt. Oh, der arme Knecht, der total ausgemergelt. So, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schaue jetzt erstmal. Oh, halt, dem kann ich erstmal sagen, wen ich hier als Wache postiert habe. Ganka bleibt ab jetzt in der Stadt. Sehr gut, Kleiner. An dem kann ich auch. Oh, hört ihr das Plätschern? Irgendwas plätschert hier mega genüsslich. Als wäre hier ein Brunnen. Fluss oder was? Was plätschert hier so geil? Ich meine nicht von links dieses Wasserfallrauschen, sondern hier. Hört das? Feuer knistert auch angenehm. Was plätschert hier so geil? Hier, hör das. Ganz extrem. Ist das der Bach, der bis hier hoch plätschert? Kann gar nicht sein, der Abstand. Doch, das ist doch der Bach. Ach, wie schön. Das erfüllt mein Herz mit Freude. Okay, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich schaue, was hier. Töte die Entlaufenen. Qualias Jagd. Ingol, der Kriegsherr, will, bringe die Lieferung der Orks aus Nordmar. Bringe die Lieferung der Orks aus Nordmar zum Rebellen. Diese Situation in der Stadt. Mir ist so angekommen, dass wieder einige Orks versuchen. Meine Sperren, Gruppe Orks, oh, man passt sich mir. Wer wohl? Bringe die Lieferung der Orks aus Nordmar zum Rebellen. Ich weiß genau, um welche Orks es geht. Auf der Suche nach dem perfekten Schiff. So witzig, die Quest hebt sich merklich ab von den anderen, aber das finde ich eine sehr, sehr schöne Sache. Oh, sieht das toll aus hier. So, das heißt, jetzt beseitige ich erstmal die Orks, die da oben am Pass noch rumgammeln. Habe ich gar nicht ausgelootet hier. Aber das checke ich nicht. Das heißt, bring die Lieferung der Orks
Ja, okay, ich soll wahrscheinlich die Orks umkloppen und dann die Lieferung einsacken und zu den Rebellen bringen. Alles klar, verstehe. Genau das werde ich bereits direkt beim nächsten Mal tun. Ja, also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für jeden Daumen hoch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und natürlich auch vielen Dank für alle Patreon-Supporter, an alle Patreon-Supporter, Kanalmitglieder, PayPal, Spender, Amazon Affiliate, Link-Benutzer, was auch immer. Und natürlich Daumen hoch, habe ich schon gesagt. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute euch. Ciao.